Fiona, wie bist du zur Musik gekommen? Ich bin eigentlich schon seit klein auf, singe ich schon, Schulchor, Kinderfreunde, Weihnachtsfeiern, Muttertagsfeiern, dann eben Karaoke-Bands, Karaoke und Coverbands. Und ja, später irgendwann nach den Coverbands, wo man immer nur nachsingt, habe ich mir gedacht, so um die 30, naja, ich will gerne noch was Eigenes machen und wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nicht mehr tun. Ja, und deshalb habe ich mich entschlossen eben für die Schlagermusik. Genau, und da hast du... Da hast du schon Erfolge feiern dürfen oder noch nicht so richtig? Ja, ich sage mal so kleine Erfolge. Ich bin zwar nicht undankbar, ich habe wirklich schon in der kurzen Zeit, weil ich habe eigentlich 2010 erst begonnen mit dem Vorentscheid zum Grand Prix der Volksmusik, von daher kennen wir uns. Ja. Und dann war ich eben nochmal beim ORF beim Licht ins Dunkel und darf hier sein, habe etliche Songs schon Powerplay auch in den Radiostationen in ganz Österreich. Natürlich will man mehr erreichen, aber es ist wirklich nicht einfach. Das heißt, du möchtest dich schon orientieren in eine gewisse Richtung, aber so richtig den Durchbruch geschafft hast noch nicht. Worauf führst du das zurück? Was glaubst du, was ist der Grund? Ich bin ja, komme ja aus Kroatien, meine Eltern sind ja aus Kroatien und ich bin ja in einer anderen Mentalität aufgewachsen. Da kenne ich, ich kenne unsere Sängerinnen mit sexy und keine Ahnung, also wirklich, die sind mit 50, ziehen die noch eben so Miniröcke an und so weiter und das geht bei uns eigentlich nicht. Helene Fischer hat angefangen, da hat sie, glaube ich, ausgesehen wie 40, brave Frisur, langer Rock. Später auf einmal, jetzt sind die Ausschnitte bis da und bis da. Ich denke mal, Andrea Berg ist doch wahnsinnig sexy immer gekleidet. Wenn man dann mal erfolgreich ist, darf man ja. Am Anfang darf man nicht. Ist das so, Marc? Also das Hauptproblem in deinem Fall ist, glaube ich, das, dass es viel schwieriger ist, als Sängerin zu überzeugen, weil, das ist erwiesen, die Platten werden zum größten Teil von Damen gekauft. Und von Frauen gekauft. Und eine Sängerin, einen Mann dazu zu bewegen, eine Platte zu kaufen, das dauert viel länger wie bei einer Frau. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, es gibt brutal viele Sängerinnen. Es gibt einfach so viele, die sich ähneln. Und das ist das Problem. So richtig außerstechen tut eigentlich nur die Helene und die Andrea. Die haben ihr eigenes Ding. Und die stechen aus und deswegen sind die zwei mega erfolgreich. Und dann gibt es nur 30, die gleich erfolgreich sind. Claudia Jung zum Beispiel war ja auch so. Ja, das ist ein Problem. Wie soll sie es machen? Wie soll sie es sagen? Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben jetzt da was Eigenes gesehen, was es in der Form nicht gegeben hat. Und das müsste man sich in deinem Fall genauso überlegen. Es muss irgendwas sein, also einen normalen Schlager zu singen, da zu stehen und einen Schlager zu singen, das ist wahrscheinlich speziell für eine Sängerin heutzutage nicht mehr, außer es ist ein Wahnsinnshit. Ja, aber das kann natürlich immer passieren. Ja, aber das ist ja genau auch das. Also ich bin zum Beispiel wirklich bis jetzt nur auf Produzenten oder so gestoßen, die sagen, okay, als Newcomer solltest du das und das lieber noch nicht tun. So einen Text, wie du als Mann eben vorher gesungen hast, wenn ich sowas singe, oder ich stelle mich hin wie der Andreas Gabalier und wackel meinen Hintern, da bin ich also das geht einfach nicht. Eben erst, wenn du dir einen Namen erarbeitet hast, dann kannst du einen kurzen Rock anziehen und so weiter. Ich weigere mich dagegen und habe von Anfang an gesagt, ich bin so, wie ich bin und entweder nehmen mich die Leute so, weil es heißt ja immer, mich wollen die Leute genau deshalb, weil ich mich nicht verstelle. In Wahrheit haben sie am Anfang ziemlich alle verstellt und erst zum Schluss dürfen sie dann eigentlich so sein, wie sie wirklich wollen. Sie hier wirklich Helene Fischer. Das stimmt auf jeden Fall und vor allem, es ist ein Riesenvorteil, wenn du es geschafft hast, ist es ein Riesenvorteil, wenn du so bist, wie du sein willst. Ja, sicher. Das ist natürlich Aber das heißt, zu schön darf man nicht sein in der Branche? Also es kann sicher nicht schaden, schön zu sein. Gut, sexy hin, schön her, du kannst uns jetzt beweisen, ob du es überhaupt kannst. Ja. Wir brauchen nicht lang reden. Ja. Leona. Ich würde noch gern dazu sagen, also ich bin ziemlich stolz darauf, dass ich eben beim zweiten Album jetzt alle meine Texte selber geschrieben habe und trotz irgendwelchen Leuten, die sagen, tu das lieber nicht, habe ich mir gedacht, warum soll ich auch als Frau nicht frech sein und das zeigt jetzt auch mein Titel. Ah, darf ich dich ankündigen? Ja? Dann lass mich die Leona ankündigen. Ich habe es noch nicht gehört, den Song, und ich bin schon sehr gespannt. Sie vielleicht auch, wenn Sie jetzt hören, wie er heißt. Hier ist Leona mit Runter auf die Knie. Warum siehst du mich
Wunderbar. Ich will der neue Volksmusikstar werden. Also ich nicht, aber einige meiner Gäste heute Nachmittag. Und schön, dass wir den großen Marc Bircher gewinnen konnten für die Sendung, der den jungen, zukünftigen Volksmusikstars ein paar Tipps geben wird können und schon gegeben hat. Zum Beispiel den Spritburm und Leona, die es auch schaffen wird. Leona, wie lange lässt du noch Zeit? Na, schauen wir mal. Also momentan hat ja mein kleiner Sohn ein bisschen Vorrang. Okay. Ja, der ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Und ich gehe es jetzt wieder langsam an. Das zweite Album ist, wie gesagt, im November jetzt erschienen und ich werde jetzt einmal schauen, wie es weitergeht. Hast du auch viel Geld investieren müssen, privates Geld? Das ist eben das nächste Problem. Also es heißt ja immer von den großen Stars dann schon nicht aufgeben, nicht aufgeben. Aber das Wichtigste, sage ich mal, nach dem Produzieren ist die Promotion und die kostet sehr viel Geld und ohne Promotion, wenn dich keiner kennt, wenn du in keinen Märkten bist und so weiter, wie sollen dich die Leute kennenlernen, wie sollen sie deine Platten kaufen? Und irgendwie ist das Budget eines Normalsterblichen dann schon begrenzt. Also man kann schon träumen, aber irgendwann muss man realistisch sein und sagen, okay. Das heißt, die Stars haben leicht reden. Ja, also es sind viele, die haben einen reichen Sponsor und so weiter. Also ist so, man redet nicht drüber, aber es ist ja dann wirklich so. Aber wenn es dir jetzt nicht gelänge, aus welchen Gründen auch immer, würdest du dann sehr verzweifelt sein oder? Jetzt nicht mehr, jetzt habe ich meinen Strahlemann, meinen Sohnemann, der ist sowieso Nummer eins. Ich habe jetzt auch im Sommer, also bin ich angefragt worden beim großen Nockalm Open Air in Kärnten, ist auch wieder ein schöner großer Auftritt, also es kommt eh immer wieder ein bisschen was. Es muss ja jetzt nicht jedes Wochenende ein Auftritt sein. Es ist auch in der Branche so, dass es viele Möchtegern-Manager gibt, Möchtegern Booker, Möchtegern Produzenten. Ja. Es ist so schwierig, man muss wirklich sehr aufpassen. Gell? Also, ich wünsche euch allen alles Gute, bitte halt uns am Laufenden. Ja? Ihr habt den Marc kennengelernt, danke, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, was das bedeutet. Ja? Und ja, alles Gute. Toll gemacht. Ich will der neue Volksmusikstar werden, war mein Thema heute Nachmittag und ich bin davon überzeugt, dass es meine Gäste schaffen werden. Wie Marc Bircher gesagt hat, es ist wichtig, Schritt für Schritt zu seinem Erfolg zu gehen und sein Ziel nie aus den Augen zu lassen.